Hallo und herzlich willkommen, liebe Modellwagenfreunde und natürlich auch alle Freunde und Kunden von X-Train 24 zur Ausgabe Nummer 1 von Franks Modellwagenwelt. Was können Sie in der Modellwagenwelt erwarten? Ich würde erst mal sagen, klar, viel Modellbahn. Was sonst? Und natürlich alles, was mit dem Thema Modellbahn zu tun hat. Und dazu gibt es reichlich Hintergrundinfos, News und Gespräche aus der Modellbahnbranche. Ich bringe es mal so auf den Punkt. Ich, oder besser gesagt, wir wollen mit Ihnen unseren Modellbahn-Stammtisch dazu eröffnen. Sie, liebe Freunde, sind dazu herzlich eingeladen, mitzumachen. Ob mit Bild- oder Videobeiträgen. Oder Sie haben eine Frage über ein Thema, was Sie brennend interessiert. Nur her damit. Bei mir bekommen Sie eine Bühne und auch eine Stimme. Ob neu, Wiedereinsteiger oder alter Hase. Hier ist schon mal meine Kontaktmail. Alles klar? Dann kann es also losgehen. Momentan bewegt ja das Thema Corona viele Menschen. Jetzt höre ich schon wieder sagen, och nö, nicht schon wieder. Moment. Es gibt dazu durchaus auch positive Effekte für unsere Hobby-Modellbahn zu verzeichnen. Hören Sie mal, was dazu Horst Neithardt, der Geschäftsführer von Faller, zu sagen hat. Klar, wir Modellbahner, wir haben irgendwie so einen Boost bekommen über diese Corona-Zeit. Also die letzten Jahre waren ja schon gekennzeichnet durch einen guten Wachstum, aber jetzt seit Corona ist es eine regelrechte Explosion, ein Boost. Dem versuchen wir nachzukommen, so gut es geht. Wir arbeiten hier auf Hochtouren mit den Einschränkungen von Corona. Es klappt, glaube ich, ganz gut noch, aber die Lieferzeiten werden natürlich immer länger. Ja. Und der steht mit seiner Meinung nicht alleine da. Wieland Fiesmann sieht es ähnlich. Es gibt eine ganze Menge von Branchen, die wirklich darunter leiden. Aber die Modellbahnbranche, Gott sei Dank nicht. Es hat sich gezeigt, dass eben dadurch, dass die Leute eben mehr gezwungen waren, zu Hause zu bleiben, es wurde vielleicht auch der eine oder andere Euro gespart durch ausgefallene Urlaubsreisen, sodass wir ein Stück weit schon sehr zufrieden sein können im letzten Jahr mit den Umsätzen. Und das hat sich in diesem Jahr jetzt im Januar auch so fortgesetzt. Wir beobachten das immer mehr jetzt auf den Messen zum Beispiel, dass junge Familien, auch teilweise Frauen, Alleinstehende, Alleinerziehende, offensichtlich mit ihren Kindern kommen, interessieren sich für das Hobby. Und das ist über alle Altersschichten hinweg. Sie sehen also zwei Köpfe, zwei Meinungen, die es aber auf den Punkt bringen. Die Modellbahn erlebt einen Aufschwung. Soll heißen, es gibt jede Menge Neu- und Wiedereinsteiger. Die Modellbahn ist wieder im Kommen und salonfähig geworden. Und das ist doch mal eine gute Nachricht in dieser Zeit. Ach, übrigens, kennen Sie schon die Aktion Wir Modellbahner? Nein? Noch nicht? Na, dann erstmal zur Einstimmung Film ab. Thank you.
Der Initiator ist der Dachverband der Spielwarenindustrie DVSI, die diese Bewegung Wir Modellbahner ins Leben gerufen haben. 12 Modellbahnfirmen haben sich zusammengeschlossen, um für das schönste Hobby der Welt zu werben: die Modellbahn. Besuchen Sie doch dazu einfach mal die Homepage Wir Modellbahner. Als positives Ergebnis dazu ist anzumerken, dass es endlich einige Modellbahnfirmen tatsächlich geschafft haben, über den Tellerrand zu schauen und enger und vor allen Dingen markenübergreifend zusammenzuarbeiten. Na bitte, es geht doch. Bestes und bekanntestes Beispiel, was mir gerade einfällt: Fiesmann mit MacLean. Ja, auch darauf bin ich sehr stolz, weil ich bin seit 33 Jahren dabei. In den Anfangsjahren, so bis Ende der 90er Jahre, war die Modellbahnbranche schon sehr distanziert zueinander. Man war Wettbewerber. Obwohl die Branche sehr klein ist, hätte man viel mehr zusammentun müssen können. Und jetzt durch Wir Modellbahner sind 12 Firmen dabei, namhafte Firmen in der Modellbahnbranche. Hier in Deutschland, auch Österreicher sind dabei, auch für Marokko. Dass wir zusammen was machen, um das Modellbahn-Hobby in die Gesellschaft zu bringen. Das heißt, gesellschaftsfähiger zu machen. Besonders hervorzuheben ist hier das Engagement von Florian Sieber, der die Gruppe Wir Modellbahner zusammengebracht hat unter dem Dach des DVSI. Die Kooperation mit Märklin im Allgemeinen, zu anderen Herstellern, vor allen Dingen jetzt auch zu Fissmann natürlich, ist sehr lobenswert, bringt die Branche weiter. Dort haben sich mittlerweile auch Freundschaften entwickelt. Der Wolfhard Bächle, Geschäftsführer von Märklin, zu dem ich persönlich mittlerweile auch wirklich ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis habe. Der Wolfhard ist eine sehr vertrauenswürdige Person. Wir legen unsere Stärken zusammen, wir helfen uns gegenseitig. Und so kommen Produkte heraus, wie dieser Unima zum Beispiel, vorher schon der Robel und der Unimog, den wir auch zusammen entwickelt haben. Das ist dann eben wirtschaftlich und auch technisch für beide Firmen sehr erfolgreich. Nochmal zurückzukommen auf Ihr Modellbahner. Das ist ja auch eine Kampagne als Werbung für die Branche, sodass wir verschiedene Gruppen, verschiedene Personen herausstellen. Das heißt ja, ich bekenne mich zur Modellbahn, und dieser Slogan, ich bekenne, dazu haben wir auch letztes Jahr diesen Film gemacht mit dem Rocker. Jetzt, liebe Modellbahnfreunde, stelle ich Ihnen einen, ich sag's mal ganz vorsichtig, einen verrückten Modellbahner vor. Er reißt schon mal Wände ein, um eine Modellbahn zu bauen. Noch verrückter geht's kaum. Und der ist mir jetzt live zugeschaltet und ich hoffe, er sieht und hört mich auch. Hallo Jens, wie geht's? Hallo Frank, sei gegrüßt, mir geht's gut. Das ist schön. Bist du bereit für ein Interview über dein verrücktes Vorhaben? Natürlich. Verrückte Sachen sind immer gut. Es kann losgehen. Was gab es denn eigentlich in der Vorbereitungsphase für dich zu beachten? Denn ich kann mir ja vorstellen, wenn man eine Modellbahn in den Keller eines Einfamilienhauses baut, dass es da möglicherweise auch tragende Wände gab. Das Problem bei diesem Haus war, es ist ja noch gar nicht so alt. Es ist 30 Jahre alt. Und in den Bauplänen waren sie als nicht tragend gekennzeichnet. Und ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die ist Bauarchitektin und Beraterin. Und die sagte, die Wanddicke ist ihr nicht so ganz koscher. Und da haben wir das Ganze mal prüfen lassen. Wir haben einen Statikerbeauftragten, der sagte, ja, es war eine gute Entscheidung, noch nicht den Hammer durch die Wand zu schmeißen. Ja, und das haben wir halt die Fundamente gießen lassen, wir haben die Stahlträger gießen lassen, wir haben sie einbauen lassen und jetzt geht's Stück für Stück zum Aufbau und dann habe ich auch genügend Platz für die Anlage. Vorerst, vielleicht komme ich ja noch auf andere Ideen. Bleiben wir aber erstmal bei deiner Idee mit dem Kellereinbau. Du hast uns ja im Vorfeld schon mal ein paar Bilder zugeschickt. Das sah es ja aus wie so nach einem Bombeneinschlag. Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu. Was sehen wir jetzt gerade im ersten Bild? Das ist, glaube ich, der Anfang, wo die erste tragende Wand weggerissen wurde, oder? Ja, das genau, das erste Bild, das sollte jetzt auch mal verdeutlichen, wo das Loch in der Wand ist.
wie klein die Räume eigentlich waren, weil es war mir nicht möglich, mit dem Fotoapparat in den Raum zu gehen, um da diese Größe der jeweiligen Räume zu erfassen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, das machst du nochmal, wenn du durch die Wand durchgucken kannst, damit man diese Trennungen sieht von den Räumen. So ist halt das erste Bild auch entstanden. Wir haben natürlich noch viele, viele Bilder gemacht. Ich hätte am liebsten so eine Zeitrafferkamera gehabt, aber man kann es natürlich auch übertreiben. Und ich glaube, das sieht man im zweiten Bild eigentlich schon sehr schön, dass der Raum, die eigentlich sehr klein war, jetzt plötzlich riesengroß ist. Ist das schon das Ende der Fahnenstange an der Stelle oder kommt da noch mehr Raum dazu? Insgesamt, also du guckst ja jetzt da durch beide abgebrochenen Wände, ne? Ja. Genau, und das sind diese Räume. Ich müsste mich einmal umdrehen. Hier, wenn man mich hier noch sieht, das ist ja schon der zweite Raum, die hintere Wand. Die vordere Wand von dem ersten Bild, die hat hier gestanden. Also ich stehe jetzt hier unter dem Stahlträger. Die ist jetzt nicht mit auf dem Bild drauf. Also insgesamt ist der Raum plötzlich 11 Meter lang. Und an der breitesten Stelle 4 Meter, also 38 Quadratmeter kann ich bauen. 38 Quadratmeter Traumeisenbahn. Liebe Modellbahnfreunde, haben Sie das gerade gehört? Also er ist zu beneiden, der liebe Jens, dass er praktisch den Mut gefunden hat, das zu machen und natürlich die Unterstützung seiner Familie hat. Denn ohne der wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Was hat deine Frau eigentlich dazu? Das war eigentlich auch ihre Idee. Wir hatten das, also ich war ja schon immer mit Modelleisenbahn zugange. Wir haben uns ja mal darüber unterhalten und du hast ja auch mal ein Video von mir gesehen, dass ich so Sachen programmiere, wo Züge automatisch auf der Rampe nachgeschoben werden, als Sperrfahrt zurückfahren, in besetzte Blöcke rangieren und so weiter und so fort. Das sind ja so meine Hauptaufgaben beim Modellbahnbau, also alles nach dem Vorbild. Ja, und mit dem Umzug und mit dem Hauskauf riss das natürlich ab. Meine Frau, die merkte das natürlich, ne, da fehlt dem Mann irgendwas. Und die hat sich die wahren Gedanken gemacht und hat dann gesagt, du, wir werden den Keller entkernen. Ja, so frei nach dem Motto, koste es, was sie wolle. Das hat sie so nicht gesagt, das weiß sie, das darf sie nicht, weil das nehme ich immer ernst. Aber letztendlich habe ich das meiner Frau zu verdanken, die gesagt hat, doch, komm, jetzt machen wir das. So, wie geht's denn weiter? Ich meine, ich habe jetzt einen Anschlag vor. Wir haben jetzt mit dir die Live-Schalte gemacht, um einfach mal den Einstieg zu finden. Die Umbaubilder haben wir gesehen, alle, wie verrückt das aussah und wie es vor allen Dingen jetzt schon aussieht. Wir würden natürlich gerne weiter bei dir hin und wieder mal reingucken. Dürfen wir das? Aber selbstverständlich. Jederzeit. Also, du lässt uns teilhaben, bis die Anlage fertig wird, wobei ja immer gesagt wird, Modellbahnen werden nie fertig, aber da würden wir uns riesig freuen. Das ist, die Einladung steht. Das ist eine Dauereinladung, du kannst jederzeit zuschalten, du kannst jederzeit vorbeikommen, Frank, können wir alles machen. Wir sollten mal das Geheimnis lüften, in welchem Wohnort du wohnst. Also ich habe mich, also alleine schon der Ortsname ist ein Zungenbrecher, wie sagt man das? Ja, jetzt könnte ich dir natürlich in den Rücken fallen, Niederkrüchten. Aber der Stadtteil ist Elmt. Ja, ja. Also ich wohne im westlichsten Zipfel dieses Landes. Für die Damen, die vielleicht zuschauen und das vielleicht kennen, ich wohne 10 Minuten vom Outlet Center in Romont weg. Wie geht's weiter? Ich hoffe, dass das hier jetzt natürlich jeden Tag weitergeht. Die nächsten Tage werden natürlich sein, Spachtelarbeiten, Streichen. Also diese ganze Arbeit, die man nicht sieht. Man arbeitet 10 Stunden, guckt sich am Ende des Tages um und sagt, was hast du an den ganzen Tag gemacht? Aber ansonsten, wegen mir, wenn es dir passt, Frank, melde dich wöchentlich, zweiwöchentlich, vierwöchentlich, wie du magst. Ich sage mal, wenn das Holz hier angeliefert kommt, geht es ja sowieso Stück für Stück dann los, nicht? Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das tolle Gespräch und ich verspreche dir, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Bedanken möchte mich auch an dieser Stelle ganz herzlich bei meinem Technikteam und ganz besonders bei Stefan Eberhardt von medienpartner.net, der an den Reglern gesessen hat, damit diese Übertragung so reibungslos geklappt hat. Ich sprach gerade von einer Dreiecksbeziehung. Jens saß in Elmt, ich sitze in Berlin und Stefan in dem wunderschönen Thüringen in Blankenhain. Viele Grüße dahin und nochmals vielen Dank. So,
Das nächste Thema ist wieder ein Modellbahn-Thema. Ich fange mal so an. Mit einer Tasse Kaffee und ein paar Süßigkeiten und ein bisschen Geheimniskrämerei. Ich habe da was Schönes für dich und die Modellbahner vorbereitet, fing eigentlich alles an. Mike Lorbe hat es damit geschafft, mich vom Schreibtisch weg in seine Werkstatt zu locken. So ist das eben. Kaffee und Süßigkeiten. So, nun wissen Sie auch, wie Redakteure zu bestechen sind. Also, Kamera eingepackt und hingefahren. Und was soll ich Ihnen sagen? Aber sehen Sie selbst. Zu alten Vero-Produkten. Guck mal, was ich hier für dich habe. Kennst du bestimmt noch. Und die Firma, um die es heute geht, hat natürlich auch mit der Vero was zu tun, wenn auch entfernt. Aber immerhin geht es aber um die Neuheiten. Und du hast sicherlich schon erraten und die lieben Zuschauer von X-Train 24 auch. Es geht um die Auhagen-Neuheiten 2021. Ich beginne auch mal mit den Auhagen-Neuheiten, die hier vorne abgebildet sind. Es gibt nämlich was Neues für die Schmidtstraße, für das Schmidtstraßensystem. Und ich habe hier beide Neuheiten schon mal aufgebaut. Ich beginne mal hier drüben mit dieser Neuheit. Es wird, wie zu sehen, neue Fronten und neue Geschäftseingänge geben für die Schmidtstraße. Also es wird sich da für das Gesamtbild einiges ändern. Und was sich auch ändern wird, und das finde ich total schön, dass es neue Dachformen gibt. Hier sieht man schon mal eine Dachform für das Dach in Bau und eine der beiden neuen Blechdächer. Die haben wir mal, das sind noch die Original-Handmuster, die wurden uns von der Firma Auhagen zur Verfügung gestellt. Bin ich sehr froh, dass wir die hier zeigen können an der Stelle. Blechdach, sehr gut gelungen. Und das ist natürlich noch nicht alles, wie gesagt, Frontenblechdach, sondern wir haben auch neue Laden- oder Geschäftszeilen gemacht, ja. Und die Geschäftszeilen haben eine Neuheit und zwar eine komplette Innenausstattung. Die sind also, hier haben wir einen Schuhladen beispielsweise, der hat, ich drehe es mal so in die Kamera, vielleicht kann die Kamera das gut aufnehmen. Der hat eine komplette Inneneinrichtung mit Schuhen und auch hier oben im Dachbereich von dem zweiten Gebäude, von dem Haus im Bau oder in Renovierung, fällt natürlich sofort der filigrane Dachstuhl auf mit einem kleinen Kran. Wir haben hier noch einen Treppenaufgang mit drin. Und hier unten sehen wir natürlich auch riesen viel Ausgestaltungsmaterial, was neu gemacht wird. Also ja, neu. Einige Sachen sind natürlich schon bekannt, die werden mit beigelegt. Und der eine oder andere wird sagen, ja, den Bauwagen, der hier vorne beispielsweise steht, der kleine, den kenne ich auch, der ist schon ganz lange bei Auhagen. Das ist richtig, aber der wird komplett überarbeitet. Der bekommt neue Teile und wird dann also auch zeitgemäßer daherkommen. Ansonsten haben wir noch einzelne Fenster. Wir sehen kleine Werkzeuge, eine Sandkiste und Bretterstapel. Hier haben wir noch die kleine Schubkarre, die ist auch schon bekannt. Also eine Menge, Menge Zubehör, die in diesen neuen Schmidtstraßenbausätzen enthalten sind. Die zweite Neuheit, wie gesagt, auch Schmidtstraße. Da haben wir hier, so das Fass muss mal mitkommen. Das gehört nämlich zum Whisky-Laden. Wir haben einmal ein Whisky-Geschäft und da gibt es auch eine neue Dachform. Da wird es dieses schöne Blechdach geben. Ich hatte ja gesagt, es gibt zwei verschiedene. Die Front ist alt geblieben. Aber neu ist die Ausstattung, auch hier wieder alles sehr dreidimensional dargestellt, mit vielen kleinen Details. Das kommt natürlich gut zur Wirkung, wenn die Häuser dann dementsprechend beleuchtet sind. Auch neue Inlets, also neue Fenstermasken wurden hierfür für die Geschäfte schon vorbereitet. Und das zweite Haus, was wir hier haben, man sieht schon, dass ist von der Größe her mal ein bisschen was anderes. Hier unten ist noch Kabel drin. Ich muss das mal rausholen, sonst kippelt es ein bisschen. Fällt natürlich sofort der Größenunterschied auf. Wir haben hier ein ganz tolles Pappdach. Ich kann das mal abnehmen und mal in die Kamera zeigen. Mit einem alten Schornstein, der also stehen gelassen wurde. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die Kamera die Pappdachstruktur einfangen kann. Die ist also wirklich sehr fein gearbeitet. Und auch für dieses kleine Haus haben wir natürlich ein neues Geschäft. Das ist hier ein Altstofffachhandel
Dafür gibt es dann auch Flaschen, Kisten, alles Mögliche zur Ausgestaltung. Also da ist eine Menge Material in den Bausätzen. Mir gefallen sie beide richtig, gliedern sich natürlich wunderbar in die vorhandenen Häuser der Schmidtstraße ein. Und ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Also, Neuheit Schmidtstraße, kurz und knackig vorgestellt. Wollte gerade einpacken. Nee, Frank, lass mal die Kamera an. Lass mal an. Wir haben natürlich noch mehr, sonst lohnt sich das ja nicht. Und wir dürfen natürlich eine Spur Weite nicht vergessen, und zwar TT. Ich fange mal mit einer Neuheit an, die ist eigentlich schon aus dem Oktober letzten Jahres bekannt. Dafür gab es ja nur ein kleines Infoblatt sozusagen. Der M22, der Multicar M22 mit Abfallsammelbehälter. Ich habe natürlich das Modell hier auch mal fertig gebaut. Also sehr filigran geworden. Ich kann die Klappen, die hier oben drauf sind, offen darstellen. Der hat sogar, das wird die Kamera jetzt gar nicht einfangen können, der hat hier, das ist ja Wahnsinn, sehe ich jetzt gerade erst. Der hat hier also auch eine Standsanzeige mit dran. Hier am Behälter. Außenspiegel, klasse. Die Räder können sich sogar drehen, ja. Feinst bedruckt vorne, Kühlergrill und Lampen, also eine ganz tolle Ausführung. Im Übrigen kann man die Heckklappe auch noch offen darstellen, wenn man möchte, denn die ist separat eingesetzt. Tolles kleines Modell, wie ich finde, kann man bestimmt auf der Anlage noch gut unterbringen. Jetzt kommen wir aber zu den Neuheiten für 2021. Und da beginne ich mal frech mit dem Neuheitenblatt und zeige es oben mal in die Kamera. Es wird kommen der Multicar M24. Hier noch als Handmuster zu sehen, ganz in Grau und ohne Aufbau, aber das steht schon mit bei. Der wird mit einem Koffer ausgestattet werden. Und ich denke, das ist eine Bereicherung für die Spurweite TT oder für die Spurnenngröße TT. Und er wird auch in etwas feinerer Ausführung oder noch feinerer Ausführung kommen als der M22. So wird es zum Beispiel gummibereifte Räder geben, sodass also die Felgenfarbe auch mal gewechselt werden kann. Und ich denke, das ist eine richtig coole Sache. Frank grinst, ihm gefällt es. Gut, gehen wir weiter. Hier schon als Handmuster zu sehen, natürlich auch der M22 wird dann wieder mit bedacht. Ich muss bloß mal gucken, weil die Kippmulde, er kommt als Muldenkipper, ist nur aufgesetzt. Er kommt in Grün. Und diese Mulde kann dann auch gekippt dargestellt werden. Man sieht nämlich, hier unten ist der Zylinder einfach mit angespritzt, der die Mulde nach oben drückt. Und sie kann dann also auch im gekippten Zustand dargestellt werden. Ansonsten, die Form des Fahrwerks ist gleich geblieben. Variante als Muldenkipper gefällt mir richtig gut. Eine Neuheit, die ich jetzt hier noch zu stehen habe für die TT-Bahner, der H0-Bahner wird jetzt sagen, ja, warte mal, ist doch aber H0. Ja, ist richtig. Wollen wir mal schauen, das ist nämlich das sächsische Bahnwärter-Wohnhaus mit Nebengebäude. Ich gucke lieber nochmal nach, ob ich es jetzt richtig gesagt habe. Bahnwärter-Wohnhaus mit Nebengebäude, genau. Und das ist jetzt die Variante in H0, genau so, wie ich es jetzt hier zu stehen habe. Deswegen hat die Firma Auhagen das auch mal als Handmuster für TT verwendet. Finde ich nicht weiter schlimm, denn genau so kommt es in TT mit allen Feinheiten und Details, die das H0-Modell aufwartet. Bis auf eine Sache, in TT wird es diese Giebelwand nur so geben. In H0 haben wir ja noch eine verputzte Wand, da kann sich der H0-Bahner entscheiden, ob so oder so. Und wir haben gesagt, in TT wird es halt die verschieferte Wand geben. Ja, ich denke, das sind wieder tolle Neuheiten. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und weil es so schön war, kleiner Finger, die dritte. Also mein lieber Frank, ich habe mir natürlich gedacht, dass du noch mehr sehen möchtest. Und ich habe natürlich auch noch mehr hier. Wie gesagt, Handmuster von der Firma Auhagen. Und ganz großes Thema bei der Firma Auhagen dieses Jahr für die Nenngröße H0 ist natürlich Bahnbau. Und da habe ich hier bis auf das Gebäude, ich zeige es mal hier oben in die kleine Kamera. Ja, ich hoffe, das sieht man. Da gibt es also dann eine Bahnmeisterei. Und zu der Bahnmeisterei gehört noch eine Sache mit dazu, die finde ich völlig witzig. Eine kleine Rampe. Wie gesagt, hier noch das Handmuster. Wir haben hier Überfahrbleche mit bei. Und so kann man eine Kopfbeladung von Flachwagen für
diesen T172, der auch neu gekommen ist, wunderbar darstellen. Die Rampe ist im Holz-Metallbau-Stil gehalten. Das hat man ja recht einfach gebaut früher. Man sieht hier sehr schön die Holzstruktur, die Schwellenstapel und unten drunter dann als Unterzug eine kleine Metallschiene oder ja, ein Metallträger wäre es ja in dem Fall. Na? Jetzt haben Sie natürlich schon gesehen, wir haben hier den T172 stehen, ein richtig tolles Modell geworden. Und ich habe ihn hier mal in drei Varianten stehen, weil eigentlich kann man ihn, oder nicht nur eigentlich, man kann ihn natürlich in diesen drei Varianten fertigen. Das erste, was ich hier mal habe, ist der T172 mit Greifer, Schotter oder Kohlengreifer. In der einfach bereiften Variante, warum einfach bereift? Also wenn wir uns den mal angucken, der normale hat Doppelbereifung hinten und der ist einfach bereift. Warum? Damit er natürlich dann auf Wagen geladen werden kann, weil da wäre die Doppelbereifung zu breit. Ansonsten kommen wir mal zur technischen Ausstattung dieses Modells. Theoretisch ist der Ausleger also wirklich beweglich. Ich zeige es mal. Gewiefte Modellbahnfreunde werden sich natürlich noch mit dem Seil was einfallen lassen. Weiterhin haben wir wie beim schon im Vorjahr gebrachten Lader T170 hier wieder eine bewegliche Lenkung. Sieht man sehr schön. Die passende Kuppelstange für LKWs zum Anhängen liegt natürlich auch bei. Die Tür kann offen dargestellt werden oder, wie an dem Baumuster zu sehen, geschlossen. Auffällig ist auch die Bedruckung. Deutsche Reichsbahn, Bahnmeisterei steht diesmal drauf, aber das ist noch nicht alles an Bedruckung. Neben der Schleppstange natürlich das Gewicht hinten am Heck bedruckt und im vorderen Bereich beidseitig der Ausleger. Ich habe die Möglichkeit, dass ich den T172, achso, eins habe ich natürlich vergessen, logisch, wie hier auch zu sehen, der ist festgestellt, weil es ist noch ein Handmuster, aber der ist natürlich auch wieder drehbar gelagert. Muss aufpassen, dass er mir nicht runterfällt. So, ja, und die Frontscheibe kann auch offen dargestellt werden. Also ich glaube, das ist echt ein Modell, was kaum noch Wünsche offen lässt. Und der Frank hatte mich vorhin schon gefragt, macht Auhagen jetzt auch Figuren? Nein, Frank, Auhagen macht keine Figuren. Das ist eine Preiserfigur, einfach mal um darzustellen, was ist möglich, was kann man machen. Hier sieht man jetzt auch an dem nochmal sehr schön diese Doppelbereifung, die der Lader an der hinteren Achse dann wirklich auch besessen hat. Ja. Und ich denke mal, das ist wirklich ein Top-Modell, ein Klasse-Modell, was richtig universell einsetzbar ist. Bahnbau haben wir noch eine Sache und zwar, natürlich darf das nicht fehlen bei Auhagen, der Multica M22 und der ist in diesem Fall ausgestattet mit einem Spriegel und auf der Ladefläche, ich nehme den Spriegel einfach mal runter, der ist natürlich nur aus gelasertem Karton gemacht, der ist also nicht aus Kunststoff, das sieht man hier sehr schön, das ist einfach Karton, der gefaltet wird. Und auf dem Multica steht zur Verpflegung unserer Preiserleihen stehen diese berühmt-berüchtigten Essenkübel. Frank lacht schon, er schmunzelt, er kennt die wahrscheinlich auch noch. Ich versuche sie mal hier runterzunehmen. Das sind jetzt auch erstmal noch Handmuster. Ah, das ist hier fummelig. Aber, oh ja, geht, die stehen. So. Also zur Verpflegung mit beigelegt diese typisch grünen Alukübel, in denen Verpflegung und Essen ausgeliefert wurde. So, sind wir fast fertig. Nee, Frank, komm, eine habe ich noch. Ja, die Kamera läuft jetzt sowieso, also jetzt machen wir weiter hier. Wir haben noch ein komplettes Set mit Gleisbauzubehör. Das ist eigentlich so für mich neben dem T172 dieses Jahr so mein persönliches kleines Highlight. Was haben wir da? Wir haben einen kleinen Wagen mit dabei. Auf dem Wagen kann der kleine mitgelieferte Kompressor, Transformator hier aufgeladen werden. Wir haben natürlich auch einen Stromverteiler. Das sind jetzt hier noch 3D-Druckmodelle. Stromverteiler liegt bei. Wir haben diese sogenannten
Vibro-Stopfer, 2 Stück beiliegen und eine Schraubmaschine, eine wahnsinnig filigrane Schraubmaschine. Toll, also das ist wirklich so Zubehör, das glaube ich kann man überall gebrauchen. Und wer schon denkt, das war es gewesen, ich muss es jetzt hier mal so ein bisschen rüberziehen in das Feld. Weil hier über mir hängt noch eine Kamera und der Frank hat gesagt, pass auf, wo du das alles zeigst. Da muss ich jetzt, also das ist wirklich so filigran. Wir haben hier noch ganz viele verschiedene Sachen. Wir haben hier schon zum Beispiel Schienenlaschen. Das sind hier diese schmalen Sachen. Ich hoffe, die Kamera ist so klein, kann es noch aufnehmen. Wir haben hier verschiedene Schlüssel. Wir haben Gleisbohlen, Zangen. Wir haben natürlich auch die passenden Gleisbohlen. Da sind noch alte Schraublöcher mit drin. Wir haben diese, ich glaube, SA2-Tafeln sind es, die ins Gleis eingehangen werden. Also die stehen dann sozusagen so im Gleis. Toll. Und wir haben nicht nur die Schwellenklammern oder Zangen, sondern auch die Gleiszangen mit bei. Dann so eine Rückgehebel sind mit bei. Und hier habe ich mal, das habe ich gestern aus der Firma noch ganz, das ist ganz frisch aus der Maschine gefallen. Es ist wirklich unglaublich. Das, was Sie hier sehen, was hier liegt, diese kleinen Unterbauplatten für das Gleis, das sind noch die sozusagen im 3D-Druck hergestellten Muster. Und hier habe ich die Platine davon. Und ich weiß nicht, ob es die Kamera einfangen kann, aber diese Schienenlaschen und Lochplatten, das ist wirklich, da sind die Löcher durch, durchgebohrt. Sind wirklich kleine Löcher drin. Und diese ganzen Schienenschrauben, die hier noch mit bei sind, also es ist wirklich der Hammer, es ist super filigran geworden. Ein ganz tolles Themenset mit dem Bahnmeistereigebäude, wie gesagt, was hier oben zu sehen ist. Auch sehr interessant, viel Zubehör mit bei, Stangenlager und so weiter. Einen kleinen Unterstand für den Gleisrottenwagen. Also ich glaube, das ist echt ein tolles Set. Kommt im März im Übrigen. Kommt im März in den Fachhandel. Freuen Sie sich drauf. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich hoffe auch, Frank, dir hat es gefallen. Und beim letzten Dreh war ich wohl selbst schuld, dass Mike nicht aufhörte, denn ich ließ so nebenbei fallen, O-Ton, immer sind die anderen Spuren präsent, First, H0, dann ein bisschen TT und für die N-Bahner bleibt meistens nicht viel übrig. Da gebe ich dir völlig recht, lieber Frank. Aber bevor wir zu N kommen, zeige ich hier noch 2 Sachen, nicht, dass wir die nämlich vergessen. Das sind Mauerplatten geputzt. Die gibt es in 2 neuen Farben für all die, die sich gerne auch mit Gebäudemodellbau beschäftigen. Diese Platten kann ich natürlich für N, für TT, für H0 verwenden. Das ist eine sehr schöne Sache. Auch die Farbauswahl finde ich da sehr gelungen. Die weißen Platten gibt es natürlich weiterhin im Programm. Also wer sagt, ich baue lieber mit den weißen, das bleibt. Und jetzt, tada, N. Als Gebäudeneuheit in Anführungsstrichen haben wir dieses Jahr gedacht, eine Gleiswaage rauszubringen. Handmuster, wie gesagt, da sind noch einige Teile, die mit dazugehören, die dann ins Gleis reingelegt werden und so weiter. Aber schon diese kleine Wellblechhütte finde ich exorbitant schön und gut gelungen. Auch von den Gravuren her natürlich. Und ich nehme sie einfach mal hoch. Es ist dann auch da drin zu sehen, eine Nachbildung dieser Waage. Das gibt es also für den, ja, ich sag mal, Eisenbahnbereich und für den Zubehörbereich gibt es dann diese beiden Multicar M22, also jetzt auch in der Spurgröße oder Nenngröße N, wurde viel nachgefragt und Auerhahn hat gesagt, gut, das machen wir dann. Die beiden Fahrzeuge, die ich jetzt hier habe, dienen nur als Messemuster, als Vormuster und sind eigentlich noch von der Spurgröße TT, aber damit kann man sich natürlich als Vorabmodell erst einmal behelfen. Und ich denke, die werden dann auch im Set kommen. Also einmal mit Pritsche, einmal mit Muldenkipper. Und ja, denke mal, das wird eine tolle Sache werden. So, jetzt sind wir wirklich am Ende angekommen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Dann habe ich lieber mein Mundwerk etwas gezügelt, sonst würde die Sendung zum Tagesprogramm mutieren. Mit einer Tasse Kaffee, siehe Anfang, beendete ich meinen kleinen Ausflug also bei Mike in seiner Werkstatt. Alle Neuheiten dazu
die wir eben besprochen haben, finden Sie natürlich auch bei uns auf X-Train24 und nicht nur die. Es gibt noch viel, viel zu mehr zu entdecken und zu stöbern. Und damit, liebe Freunde in Fern und Nah, ist die erste Sendung von meiner Modellbahnwelt zu Ende. Ich hoffe, Sie hatten viel Vergnügen beim Zuschauen der ersten Folge. Bleiben Sie schön gesund und ich würde mich auch über Post mit Anregungen, Bilder, Geschichten und oder auch Filme zum Thema Modellbahn von Ihnen freuen. In diesem Sinne, tschüss und liebe Grüße aus Berlin, Ihr Frank Puttig.